Herzlich willkommen zurück zu XCOM Terror from the Deep. So, gefährliches Szenario hier gegen die Tersots, Ressourcenplünderung. Jäger ist der Schiffstyp. Wir haben bis jetzt erst einen von den Viechern abgeknallt. So, MKBS-Boy, du brauchst unbedingt mehr Zeiteinheiten. In dem Szenario wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, mehr die Flugeigenschaften zu verwenden. Auch wenn ich, wie schon mal erwähnt, bei XCOM gar nicht so der Fan davon bin. Im Gegensatz zu UFO. In UFO habe ich das immer sehr gerne verwendet, da war es aber auch sicherer. So, okay, Nemesis. Und da haben wir noch ein paar Leute mehr, wie zum Beispiel die Nummer 7. Und den Inex. So, Upu. Und dann gehen wir mal ab. Okay, wir hören wieder Schiffstüren, ansonsten nichts passiert. Schauen wir mal mit dem MKBS-Boy hier rein. Gibt's nichts zu sehen. Okay. Also noch relativ ruhig im Moment. Zu ruhig. Nemesis sieht ein. Okay, da hinten ist das Schiff. Da kann uns der Okaysia mal helfen, würde ich sagen. Wieso kann er jetzt eigentlich nicht nach oben fliegen? Weil er kniet ja genau. Okay. Ah, mal gucken, ob er einen Schuss hat. Jawohl. Sehr schön gemacht. Sorry, ich habe wieder vergessen, einen Messenger auszumachen. Nummer 7. Ist übrigens nicht ICQ, auch wenn es manche denken bei dem Sound. Aber spielt ja keine Rolle. So. Ach ja, wir hatten noch ein paar Flieger. Wie zum Beispiel den Wutbürger. Hallo. Wir hatten noch einen Flieger in der Nähe. Der Inex. Kann man probieren, auf diesen Tersot zu ballern. Aber nicht auf die eigenen Jungs, bitte. Oh, Manometer. Malmö hat zum Glück keinen Schaden genommen. Malmö gibt den Schmerz weiter. So, warum fliege ich jetzt noch ein Level höher? Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Okay, hier waren die Wutbürger und hier war der Upu. Hier ist der Lexis. Haben wir kein Glück. Hochrangiger Tarsat wahrscheinlich. Hallo, Freund. Na, jetzt aber mal Vorsicht, ne? Das war zum Glück nur ein Stunner. Manchmal machen mir die Sounds hier wirklich Angst. Hier war doch auch noch einer gerade. Habe ich doch gesehen. Da steht einer. So, Freunde. Jetzt machen wir das anders. Lexis, probier's nochmal. Jungs lassen sich heute nicht übernehmen. Das ist schlecht. Wir können es mit dem Upu nochmal probieren. Da klappt die Sache auch. So, wo war denn der andere? Wie viel braucht ihr für einen Schuss? 38 und 19 fürs Wegwerfen. Da war doch noch einer. Oder täusche ich mich hier? Er hat keine Energie mehr. Okay, dann wirf mal deine Waffe weg. Und Upu, kann er noch schießen? Jawohl, dann schieß er mal. Leider nicht getroffen. Nummer 7, mach's besser. Jawohl. Ich würde aber gerne wissen, wo der Stunmeister war, der uns versucht hat zu stunnen. Nemesis Gera. Na, da steht der Kumpel nämlich. Keine Schusslinie? Nee, nicht genug Zeiteinheiten. Okay, dann werden wir nochmal unseren Freund Okais bitten, die Sache zu übernehmen. Das Schiff haben wir ordentlich schon auseinandergebombt. Ah, Mist. Vielleicht kann uns der Kollege hier helfen, der MKBS-Boy.
Der zweite hat gesessen. Oh, das war sogar ein Störer. Sehr gut, dass wir den ausgeschaltet haben. Der hätte sonst für etwas Frust sorgen können, um es mal so auszudrücken. Inex mit vor. Okay, gebe ich mal ab. Da oben steht noch einer mit dem Störer. Das ist nicht gut. Nemesis, flieg mal nach oben. Siehst du den im Störer? Ja, dann versuch mal drauf zu schießen. Ah, Mist. Richtig in Deckung kann er auch nicht mehr gehen. Können wir probieren, mit dem Inex drauf zu schießen. Hat aber keine Schusslinie. Das haben wir fast gedacht. Wie sieht's denn aus mit dem Wutbürgern? Rein theoretisch hätte es klappen können. Wäre aber zu schön gewesen, um wahr zu sein. So, ein Inex lasse ich auch mal näher kommen. Gut. Ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, in diesem Terrain mal alle fliegen zu lassen. Okay, mit dem Okay. Das würde ich mich auch gerne annähern. Aber da wir hier in Schiffsnähe sind, dann lieber doch mal zu Boden. Wen haben wir denn jetzt vergessen? Hier steht noch der Upu, glaube ich. Genau. So. Jetzt würde ich gerne mal was probieren. Lexis, Tür und Tor auf. Moment. Wir können mal was anderes probieren. Sehr schön. 42 Zeiteinheiten brauchen wir für ein Torpedo. Gucken wir uns mal um, wer hier noch so rumläuft. Okay, wir bleiben hier draußen mal stehen mit dem Vieh, damit wir das im Blickfeld behalten und geben ab. Okay, nichts passiert. Nemesis. Guck mal, wo unser Kumpel ist. Hier. Kann sogar noch einen Schuss versuchen. Hat nicht geklappt. So. Dann kommt mal der Inex von da hinten. Das Problem ist, den müssten wir jetzt wegkriegen irgendwie. Oder zumindest nochmal kontrollieren, weil sonst hält er uns einen Blaster rein. Ach, guck mal an. Stichwort Blaster. Da steht nämlich noch so ein Vogel. Die sind nämlich teilweise ganz schön trigger-happy, unsere guten Tassots. Von daher Vorsicht. So. Wie ist der Watt, mein Freund? Machen wir jetzt so. Ich weiß nicht, ob wir den hier schon vorher erschossen haben oder ob wir den jetzt auch mitgenommen haben. Egal wie, es ist auf jeden Fall schön. So, Upu, nochmal, jetzt brauche ich dich da oben. Gut. Geh mal rein, mein Freund. 42 Zeiteinheiten für einen Schuss. Ach komm, wir sind heute lustig drauf. Machen wir das gleich so. Ach, es gibt so eine kindliche innere Befriedigung. Das kann man gar nicht vermitteln. Schön ist es. So. Schauen wir mal, wo die Racker sich noch so rumtreiben. Ist natürlich nicht gesagt, dass die alle im Schiff jetzt noch sind. Mit Nemesis werde ich mich mal annähern, dem Schiff. Und mit Inex natürlich auch. Gut. So, die Wutbürger vor. Wen haben wir denn hier noch? Den Upo, glaube ich. Genau, der kann jetzt auch mal fliegen. Und sich Richtung Schiff bewegen. Und hier haben wir die Nummer 7. Okay. Dann schauen wir mal rein hier in die Butze. Jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen in Deckung weggesprengt, aber ich glaube, das sollte jetzt nicht so schlimm sein. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein paar Blaster-Heinis ausgeschalten.
So, der Okais, der kommt mal von unten. Ich glaube fast, die sind eher außerhalb, die Jungs. Oder sie sind im ganz oberen Level noch. Das könnte noch sein. Ja, da ist definitiv... Hallo! Spatzi! Ein weiteres Pferd geht zugrunde und da steht noch eins. Nemesis, probier's mal. Naja. Beim nächsten Mal dann. Ja, scheint die Waffe eh schon gedroppt zu haben. Ich gebe jetzt gleich mal die Runde ab, damit wir das ein bisschen beschleunigen, weil es könnte einer der letzten sein. Probiert's der Inix zuerst mal. Jawohl. So, den Nemesis. Den stelle ich jetzt... Stelle ich ihn den mal hin. Wirklich sicher sind wir ja hier drin nirgends. Schick mir noch einen mit hoch. Also das war es auf jeden Fall noch nicht. Dann der Nemesis vor. Der, mit dem hätte ich gerne noch ein paar Abschüsse. Inex, schau mal hier rein. Okay, müssen wir gucken, dass die von der Brücke nicht runterballern. Der Okais. Wo ist denn der MKBS-Boy eigentlich? Hier war er. Ah. Wir finden ihn schon nochmal, keine Sorge. Oh Mann. Okay, hier. Ihn schicke ich nochmal mit dem Schiff, dass er eventuell noch einen Abschuss machen kann. Da ist gerade ein Terzo zugrunde gegangen, an seinen Verwundungen wahrscheinlich. Verletzungen, nicht Verwundungen. Dann kann er mal checken. Terzo-Soldat ist in Panik. Also ich würde mit dem MKBS-Boy gerne noch einen Abschuss machen, dass er zumindest mal 60 Zeiteinheiten kriegt. Frage, wo ist der letzte Gegner? Nemesis, guck mal, auch mit hoch. Anscheinend nicht mehr hier oben. Okay. Dann wird er irgendwo außerhalb rumlungern. Oder er versteckt sich da hinten im Eck. Das kann natürlich auch sein. Ja, da ist er. Gut, der sollte uns jetzt eigentlich nichts mehr machen. Der ist ja eh in absolute Panik verfallen. Komm mal runter, MKBS-Boy. Wie viel braucht er für einen Schuss? 29. Dann gebe ich nochmal eine Runde ab. Und dann kann er das schnell erledigen. Zack, das sollte es auch jetzt gewesen sein. Jawohl, das war's. Ganz witzig mal für zwischendurch. So, nach Hause Leviathan. So, Aquanauten. Ich würde gern noch mal kurz durchgucken. Also fangen wir an beim Nemesis. Naja, auch gerade so 60 Zeiteinheiten. Ist halt ein bisschen wenig. Die Wutbürger 59. Der MKBS-Boy hat seine 60 erreicht. Der Lex ist jetzt 80. Das ist gut. Inex, gute Steigerung. Der Upo 75, auch gut. Malme entwickelt sich auch. Gut, die sind uns nicht so wichtig im Moment. Lucianan würde ich wahrscheinlich noch mitnehmen auf die Endmission. Auch wenn er nicht so gute Molekularwerte hat, aber er ist einfach ein Spitzensoldat. Wo sind unsere restlichen Plusleiter? Ja gut, zum Team müssen wir nichts sagen. Ist eine unserer Killermaschinen, vor allem die Stärkesteigerung. Wunderbar. So, ich würde sagen, wir machen noch eine Trainingsmission mit den Jungs. Und dann werden wir uns so langsam Richtung Abschluss wagen. So, U-Boot ausstatten, Leviathan. Da werde ich es jetzt aber anders machen. Okay, es bleibt drauf. Team kommt runter. Upo kommt mal runter. Ja, das war's eigentlich schon, ne? Den Rest sollte man noch ein bisschen trainieren, außer Lexis. 6 Leute, das reicht uns jetzt. Rüstung.
Ausrüstung bzw. störe einen. 6 Kanonen, 6 Muni. 12 Muni, mach mal. Impulswerfer 1, 3. Impulsgeber machen wir mal 6. Okay. Dann weiter auf der Geologie, Vermessungsschiffe, Ressourcenplünderung. Schatzi schießen wir noch schnell ab. Und dann würde ich sagen, machen wir auch schon wieder Schluss für die Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zum Meer XCOM. Ich bin eh schon ganz müde. Also, bis die Tage.